Sie ist die wohl berühmteste Eismumie der Welt und sorgt über 30 Jahre nach ihrem Fund für eine Überraschung. Eine noch genauere Genomanalyse von Ötzi ergab nun, dass der prähistorische Europäer ganz anders ausgesehen haben muss als bisher angenommen. Vergangene Rekonstruktionen ergaben das Bild eines Kupferzeitmannes mit langen braunen Haaren und eher heller Haut. Die Extraktion einer neuen DNA-Probe aus Ötzis Hüftknochen zeichnet nun jedoch ein anderes Bild. Bei der Untersuchung stellte ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig fest, der vor rund 5300 Jahren Verstorbene hatte voraussichtlich eine Glatze oder höchstens noch einen schütteren Haarkranz und recht stark pigmentierte Haut. Es ist der dunkelste Hautton, den man in europäischen Funden aus derselben Zeit nachgewiesen hat. Man dachte bisher, die Haut der Mumie sei während der Lagerung im Eis nachgedunkelt, aber vermutlich ist, was wir jetzt sehen, tatsächlich weitgehend Ötzis originale Hautfarbe.